Damit Servus und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe ja hier in der letzten Folge, ich hoffe nicht, dass es allzu langweilig für euch war, ein bisschen an der Straßenkonstruktion und dem Mega-Stau hier gearbeitet, der sich jetzt schon inzwischen bis hier hinten hinstaut. Und wir werden auch diesmal noch einmal dran arbeiten. Ich werde mal gucken, sollte es allzu langweilig werden, werde ich hier einen Cut setzen. Denn ich möchte es euch nicht allzu lange hier antun, dass ich an diesem Straßennetz rumbaue. Steam Workshop. Jetzt muss ich mal eben gucken. Na nur, das ist gar nicht die, die ich eigentlich erhofft habe zu kriegen. Beziehungsweise die ich eigentlich haben wollte. Und hier wird mir auch immer gesagt, Gefälle zu steil. Okay, müssen wir mal schauen, ob wir die hier irgendwie hingebastelt kriegen. Ich meine, theoretisch könnten wir auch hier den einen Bahnabschnitt mit abreißen. Zack, 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 zack. Ist das hier auch ein Zeichen für Stau bei der Bahnlinie? Ich hoffe ja nicht. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze denn da auch umgehen können. Aber jetzt brauchen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Na komm schon. So dürfte es theoretisch passen. Wir müssen allerdings mal schauen. Hoch genug dürfte es noch nicht sein. Eins müssten wir eventuell nochmal höher. Das geht nicht höher, okay. Gut, dann lassen wir es erstmal so und testen wir hier, würde ich sagen. Zack. Gucken wir uns das gute Stück auch einmal an. So, hier ist mit Tunnelverkehr. Ich habe mir eigentlich noch eine andere Mod runtergeladen gehabt, beziehungsweise eine andere Konstruktion. Entschuldigt bitte. Und ja, mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wieso die hier jetzt nicht drin ist, um ehrlich zu sein. Wundert mich etwas. Hier ist das Ganze mit Tunnelsystem und Mann, du kommst schon weg hier. Das wollte ich nicht. Ja, Überbrückung, Überführung, wie auch immer. Gehen wir hier mal doch kurz rein. Na. Okay, anders sieht man es nicht. Wir haben hier 2x2 Autobahnen, die mit großen Abfahrten und Auffahrten belegt sind. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass das Ganze hier ein bisschen Erlösung bringt. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was es denn, ob es was taugt und ob es wirklich was bringt. Werden wir sehen, wenn wir es anschließen. Und mal etwas laufen lassen. So, das können wir hier leider nicht ganz so hochbauen wie den Rest, dadurch, dass wir hier an die Tunnel mitgebunden sind. Aber theoretisch dürfte es ja trotzdem passen, hoffe ich. So. Gucken wir einfach mal, schließen wir mal das Ganze hier an. Ist die Ecke hier zu groß da drinnen? Erstmal passt das, wie wir zum Testen, würde ich sagen, reicht. So. Beziehungsweise ein bisschen Ordnung sollte denn doch schon sein. Ihr kennt mich, ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich Ordnung brauche. Ort ist bereits belegt. Ach, nun komm schon. Machen wir es eben so rum. Warum ist denn der Ort jetzt bereits belegt? Du hast doch eben noch wunderbar funktioniert. Dein Ernst jetzt? Was denn hier jetzt bitte anders als vorher? Wenn ihr mich fragt, eigentlich nichts. So. Ich mache hier mehr kaputt, als ich ganz mache. Okay, wir werden mal hier einen kurzen Cut setzen, bis ich das Ganze wieder gerichtet habe. Mei, mei, mei. So, da sind wir auch wieder. Ich habe es geschafft, die eine Seite hier anzuschließen. So, das sieht schon mal sehr schön aus. Die andere Seite war eh miteinander verbunden.
Hier hinten werden wir mal gucken, dass wir das Ganze so verbinden, dass quasi das Ende der Autobahn. Beziehungsweise können wir dann gleich... Ne, können wir nicht. Ich dachte, wir können hier irgendwie... Ah, vielleicht doch, doch. Hier, okay, dachte ich, dass wir da die Straße mit anbinden können. Aber wir werden es erstmal hier beim Ende der Autobahn belassen. Womit wir das Problem immer noch nicht gelöst haben, dass sich hier hinten dann der Stau bilden wird. Aber ich würde sagen, lass dich überraschen. Zack. Gucken wir mal, was hier denn noch so... Naja, machen wir mal von der anderen Seite, um hier einen besseren Überblick zu kriegen. Einmal so. Bleiben wir hier in. Und schließen das Ganze so an. So sieht optisch auch relativ passend aus. Jetzt müssen wir hier nur erstmal irgendwie noch... Oh, ich habe hier aus Versehen die Straße mit abgerissen. Jetzt haben wir eine sechsspurige mit Busspur. Ach, na komm. Soll sich da nicht anschließen. So. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir denn hier hinten, beziehungsweise... Sollten wir eventuell das Mittelstück doch einmal abreißen. Theoretisch, ich meine, hier, wenn wir den Radius nicht so klein hinkriegen, kann es sein, dass wir die Bahnstrecke auch noch etwas verschieben müssen. Schauen wir mal. So, gehen wir mal hier hoch. Okay. Dürfte passen. Gucken wir mal von der Höhe her. Ja, lass mal die Höhe erstmal. Na, du komm schon. Da kommen wir hier nicht über die Zuggleise. Das gibt's doch nicht. Das ganze Spiel dreht mir hier einen Strick draus. Okay, dann mal auf ein neues. Also, zack. Einmal hoch, zweimal hoch. Gehen wir gleich dreimal hoch. Ja, beim dritten Mal sieht es schon besser aus. So, da können sie aus der Stadt auf jeden Fall erstmal hier rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gesagt. Opfer, ne? Na, der Bogen sieht gut aus, ein bisschen hart. Die Richtung werden wir definitiv gleich noch ändern. Ich muss mal gucken, wo wir dann anschließen können. Ich würde sagen, hier die Kreuzung sieht doch schon relativ gut aus. Gucken, ob wir da jetzt so rankommen. Kommen wir ran. Und wir haben wir hier, ich sehe es gerade nicht. Wir haben hier Pfeile. Pfeile ist nicht gut. Doch, Pfeile sind gut. Sind sogar die richtigen Richtungen, wie es aussieht. Hier haben wir die Auffahrt, da drüben haben wir die Abfahrt. Machen wir das Spiel einfach mal weiter und schauen wir doch mal. Hinten baut sich irgendwas ab. Wow. Bei den Autos hier geht gerade gar nichts mehr. Also ich meine, cool aussehen tut die Konstruktion auf jeden Fall, bin ich der Meinung. Jetzt müssen wir mal nur schauen, was, ob sich dann hier eventuell der ganze Stau bildet. Ich meine, es sieht ziemlich voll auf jeden Fall aus. Aber wenn wir den Verkehr so, dachte ich mir zumindest, direkt in die Stadt weiterleiten können, das ist gar nicht verkehrt, denn hier kann sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich werde mal hier das Ganze wegmachen. Und schauen wir einfach, was passiert im Notfall. Oha, es ist hier drüben schon Stau. Sieht fast so aus, Recycle-Wagen voll. Warum fahren die denn nicht? Weil sie rot haben. Warum haben die rot? Die müssten doch grün haben, genauso wie die da vorne. Gut, wir warten jetzt erstmal ab, ob sich der Stau hierhin verlagert. Ich hoffe es echt nicht, um ehrlich zu sein. Aber es sieht schon fast danach aus. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, bitte gerne in die Kommentare. Ich weiß hier sonst nicht mehr weiter mit der
mit der Insel. Und ich würde es hier auch erstmal sein lassen, denn irgendwie mit der Touristenspezialisierung klappt noch nicht wirklich so, wie erhofft, um ehrlich zu sein. Und hier das ganze Stück, gehe ich mal fast von aus, werde ich abreißen. Den zweiten Kreisverkehr. Und die Autobahn hier dann irgendwann durchgängig führen. So, allerdings, allerdings, allerdings. Zack, wo ist denn unsere normale Insel? Die ist hier. Hier haben wir 970. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier drüben erstmal unser kleines Dörfchen weiter. Das gechillte Örtchen quasi. Und gehen da hier mit zweispurigen Straßen erstmal schön voran. Bauen wir mal geraden. Das wäre nicht allzu schön. Nee, das Stück hier werden wir nicht miteinander verbinden. Gehen wir hier auch nochmal um 2. Mal 2. Mal 1. Bauen wir uns hier erstmal so ein typisches, einfaches Kasten. Konzept, sage ich mal, um das Ganze hier später dann oder gleich noch füllen zu können. Zack, einmal so. Und übrigens habe ich auch den Tannenbaum gefunden. Der befindet sich hier hinten bei den einzigartigen Gebäuden. Dann unter dem Snowfall-Symbol ganz nach rechts und war hier der Weihnachtsbaum. So, ich habe es inzwischen schon mal geschafft, scheinbar auf 99% hochzuheizen. Die Frage jetzt, wo das letzte 1% noch ist. Ich hoffe, dass wir es demnächst noch finden werden. Und jetzt bauen wir aber hier erstmal schöne, kleine, noch flache Gebäude aus. So, und selbst die wollen selbstverständlich geheizt werden. So, würde ich sagen, bauen wir hier noch so ein Heizdingens-Gebimsel ran. Schließen wir das auch noch mit an. Und zack, da ist es dran. Jetzt gehen wir den Heizungen hier noch nach. Einmal da geheizt. Und einmal hier und damit ist auch das vollständig. Strom beziehen sie gleich von alleine aus dem Dörfchen. Und ich habe vor, solange mir persönlich, ich habe jetzt den ganzen letzten Tag nachgegrübelt, wie man das hier hinten mit der Insel machen kann. Und mir fällt echt nichts ein, weil ich kann euch echt nicht sagen, wie man hier dem Stau aus dem Weg gehen kann, mehr oder weniger. Ich habe da echt keine Ahnung, ja. Im Normalfall sind ja Leute so weit, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin schon kurz und dran davor, hier die Spezialisierung wegzunehmen. Bringt tut's aber keinem was. Ach, allerdings seht ihr, wollte ich ja auch noch was machen. Und zwar schauen wir mal nach Straßen eben. Vierspurigen. Das sind die sechsspurigen, ich wollte schon sagen. So, lasst uns mal eben gucken, beziehungsweise hier sehe ich gerade nichts. So, hier hinten sehen wir das Straßenbahnnetz. Und zwar würde ich ganz gerne hier drüber noch Straßenbahn führen. Sechsspurige Straßen, ach so, nee, mit Busspuren. Ach so, weil wir nicht die Straßenbahn angewählt haben, so. Vierspurige Straßen mit Straßenbahngleisen. Wir brauchen auf jeden Fall größere. Wobei für die Brücke theoretisch alleine wäre es egal. Wir werden mal hier kurz das eine Gebäude umsetzen. Das war das Recycle Center, wenn mir richtig ist. Und hier haben wir noch die Müllverbrennungsanlage. Die setzen wir mal auch definitiv noch ein Stück um. Genauso wie die zweite. Können erstmal alle hier hinten hin. Und hier würde ich ganz gerne eine Straße rüberführen, damit wir hier drüben vielleicht den Straßenbahnverkehr auch hinkriegen und das Ganze so eventuell noch etwas mit den Autos ausgleichen können. So, aber jetzt, bevor ich hier lang quatsche, eine vierspurige Straße nehmen wir einfach mal. Wir haben geraden angewählt.
Zack, da rastet sie auch ein. Allerdings würde ich hier ganz gerne mal sehen. Sieht einigermaßen gleich aus. Zack. Gut, das ist jetzt die mit den Straßenbahngleisen, ja. Wunderbar. So, dann wollen wir mal jetzt hier die restlichen Straßen noch ausbessern. Hier brauchen wir definitiv eine Einbahnstraße. Mit... Ja, wisst ihr was? Hier werden wir auch den Kreisverkehr abreißen. Bauen hier freilaufende Straßen. Komm. So. Dann bräuchten wir jetzt noch eine Straße ohne Gleise. Eine vierspurige. Von mir aus... Ja, was soll jetzt mit Radweg erstmal nicht. Wir werden hier erstmal nur eine einfache anführen. Zack, und jetzt werden wir wieder die vierspurigen gehen. So, und hier machen wir nochmal genau das gleiche. Beziehungsweise hier werden wir den Kreisverkehr lassen. Ne, können wir gar nicht lassen, wenn wir den lassen. Wir haben ja keine Einbahnstraßen. Oh, gefehlt. Ist schon etwas spät. Entschuldigt bitte, wenn ich hier gerade ein bisschen verpeilt reagiere. Aber ist gerade noch nicht so ganz meine Zeit. So, jetzt hier vierspurige normale Straßen. Zack. Zack. Und jetzt müssen wir aber gleich wieder auf die Gleise gehen. So. Wunderbar, damit hätten wir schon mal das erste Thema geklärt. Ich mag zwar dieses gelbe Licht nicht, aber sechsspurige Straßen mit Straßenbahngleisen gibt es ja leider nicht. Von daher müssen wir schauen, dass wir es halt so geregelt bekommen. Und jetzt müssten wir mal schauen. Alter Falter, hier blinkt's. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Die ganzen Krankenwagen, Feuerwehr... Nee, Polizei ist es überwiegend. Will hier durch und kommt nicht durch den Stau. Seht ihr, ich wollte ja noch nach einem Traffic Manager schauen. Habe ich jetzt etwas verpeilt. So, und hier außen gehen wir jetzt erstmal mit den Gleisbauten lang. Zack, 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 zack. Und werden das Ganze hier mal versuchen... Also erstmal gehen wir einmal außenrum mit den Straßenbahngleisen. Und später werden wir schauen, wie wir hier die Route durchlegen. Eventuell wäre es auch gar nicht verkehrt, hier einmal quasi die ganze Insel damit abzufahren später oder später abfahren zu können. Und hier endet der ganze Spaß auch. Was haben wir hier? Hier haben wir auch keine. Dann werden wir mal gucken. Dass wir die Straßenbahn hier schon vorher abzweigen können. Wenn man das Ganze so... Gib mir hier freilaufende Straßen. So. Da dürften wir durchkommen, theoretisch. Hoffe ich. Wunderbar, hat geklappt. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den ganzen Spaß hier miteinander verbinden. Zack, einmal kurz abgebrochen und dann machen wir hier eine Kreuzung ran. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Es tut mir echt leid. Ich weiß, ich habe eben gesagt, ich will dieses Dörfchen machen. Aber jetzt, momentan geht mir der Verkehr vor, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass hier die Straßenbahn eventuell, also ich hoffe es mehr oder weniger, dass die Lösung bringt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier am besten durchziehen. Über die Hauptstraße. Und gehen wir mal hier einmal... Ach, verdammt. Na klar. Einmal so. Jetzt muss ich mal eben gucken. Und gehen wir wieder auf sechsspurige. Einbahnstraßen wollen wir hier nicht haben. Ach so, wir hatten hier aber mit Bus und so weiter.
Ich glaube, das war das Stück hier. Und wir haben noch eben noch irgendwo aus Versehen. Ach, hier oben. So, und jetzt können wir ja mal gucken, ob wir hier, ich meine, das ist eine, in real life wäre es zu lange Straßenbahnstrecke. Aber eventuell bringt das Ganze ja was. Ja, beziehungsweise hier haben wir schon eine Straßenbahnstrecke. Oh mein Gott. Irgendwie sollten wir auch noch die beiden Inselhälften hier miteinander verknüpfen. Okay, okay, okay. Okay, warte mal. Werden wir erstmal dafür sorgen, dass hier in der Stadt der Verkehr ein bisschen weniger ist? Die erstmal so eine grobe Route vorgeben. Wie gesagt, ich bin hier etwas überfordert. Wenn ihr Ahnung habt, wie man das Ganze hier besser regeln kann, was hier mit diesem, mit der Touristenspezialisierung angeht und der Freizeitspezialisierung, wie man das vielleicht besser in den Griff kriegen könnte, gerne Bescheid sagen. Ich habe dafür ein offenes Ohr. Ansonsten muss ich mal schauen, ob ich wirklich demnächst noch den Traffic Manager finde und damit einfach die Ampeln deaktiviere. Ich meine, damit kann man ja auch schon mal so einiges regeln mit dem Traffic Manager, was echt von Vorteil ist. So, so, so. Zack, hier nochmal mit dran, da nochmal mit dran, sodass wir beide Seiten belegt haben. Mal gucken, ob von drüben jetzt die Straßenbahn rübergefahren kommen. Wunderbar, sind auf dem Weg. Ich meine, theoretisch könnten wir ja auch, wir haben hier hinten nicht eine Brücke zu sitzen, hier auch einfach mal noch eine Brücke rüberziehen. Das werden wir noch in dieser Folge tun. Und zwar nehmen wir dafür, was nehmen wir denn dafür? Ich würde sagen, wir nehmen hier eine normale sechsspurige Straße. So, und jetzt haben wir ja bestimmt wieder gleich das Problem mit dem Brückenbau. So, die scheint irgendwie durchzuhängen, wieso auch immer. Okay, dann werden wir es mal anders machen. Setzen wir sie mal eben eins nach oben. So, mal gucken, ob das dann was wird. Aha. Na komm, die ist doch fast angekommen eben. Muss das Ganze noch ein bisschen höher? Wir setzen einfach nochmal eine zweite Etage nach oben. Warum hängt die denn hier hinten so durch? Okay, setzen wir erstmal hier eine Etappe ab. So, noch einen Schritt. Und jetzt einfach nur runter hier. Komm, gib mir eine Gerade. Warum kannst du dich jetzt hier nicht miteinander verbinden? Da ist doch gar nichts im Weg. Junge, schräg sieht scheiße aus, gut, aber ist gerade momentan so die einzige Möglichkeit. Ich bin ja froh, dass wir es überhaupt geschafft haben, jetzt die Brücke hinzusetzen. So, und so müssen die Leute weder gezwungenermaßen über die Autobahn fahren, noch von hier hinten kommen. Ich gebe zu, mit der Straßenbahn, das war jetzt noch nicht das Nonplusultra, da wir hier hinten die Insel noch nicht miteinander verbunden haben. Wir müssen mal eh schauen, da ich den Kreisverkehr hier entferne, der bringt ja jetzt, ja, momentan nicht wirklich viel. Ja, eventuell später, wir lassen es erstmal. Oh, und der Stau wird und wird hier nicht weniger. Tja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung. Eventuell haben wir ja Glück und das Ganze löst sich jetzt hier noch ein bisschen mit auf. Hier kriegen wir es jetzt im Industriegebiet auch noch mit massig Verkehr zu tun. Sehr schön. So, und wir sind schon wieder bei einer ganzen Weile Aufnahmezeit. Übrigens, für dieses
Autobahnkreuznetz, wie auch immer, tue ich den Link selbstverständlich unten mit in die Beschreibung. Für diejenigen, die es haben wollen, brauchen, sehen wollen, im Steam Workshop kostenlos zum Runterladen. Ja, und damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Auch hoffe, es war trotzdem einigermaßen interessant und dass wir was in euren Augen hier geschafft haben. Bin der Meinung, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Und in der nächsten Folge geht es einfach definitiv mal da hinten mit unserem Dörfchen weiter, in der auch Back to the Future ist, unser Rathaus. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Hill Valley Clock Tower. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.